Seit 20 Jahren fördern wir insbesondere diejenigen, für die ein Studium und erst recht eine Promotion nicht selbstverständlich ist. Wir möchten engagierte Stipendiatinnen fördern und sie ermutigen, sich gesellschaftlich einzumischen. Und zwar ganz gemäß unseres Mottos: Rosa-Luxemburg-Stiftung steht für uns für rebellisch, links, solidarisch. Katrin fragte mich zu Anfang, ob ich jetzt eine Podiumsdiskussion moderieren will, habe ich gesagt. Und dann kam sie und sagte, willst du nicht gleich die ganze Veranstaltung moderieren? Das ist aber richtig links, das finde ich gut. Nicht nur die Brötchen, die Bäckerei wollen wir. Das Studienwerk hat mir eine Welt eröffnet, die ich ohne nicht gehabt hätte. Und das meine ich jetzt nicht nur von finanzieller Seite her, sondern auch von den vielen Erfahrungen und den vielen Menschen, die ich kennenlernen durfte durch dieses tolle Stipendium. Und das hat auch stark geprägt, was ich jetzt bin als Wissenschaftlerin und auch als Mensch. Das Studienwerk bedeutet mir eigentlich sehr, sehr viel, weil ich seit Anfang an, seit es gegründet wurde, dabei war als Vertrauensdozent. Und ich denke, dass dieses Studienwerk eine hervorragende Arbeit gemacht hat, indem es die richtigen Leute fördert und dazu zu einem gewissen gesellschaftlichen Wandel beiträgt. Ich habe Arbeitereltern und es macht schon wirklich einen Unterschied. Also jetzt sozusagen mit Ende der Förderung und mit Ende des Rahmens des Studiums merke ich halt auch ganz stark, was es eigentlich bedeutet, was Herkunft ist. Und mir wird bewusster, dass ich auch in meinem Studienfeld eher die Ausnahme bin als Arbeiterkind. Wo liegen heute die wesentlichen Hürden beim Zugang zum Studium? Das Bildungssystem hier in Deutschland ist sehr selektiv und das soziale Milieu ist eben tragend dafür, ob man erfolgreich ist oder nicht. Und das ist, glaube ich, die große Problematik. Also, dass es, wie gesagt, schon von früh auf ziemlich schwierig ist, nicht in eine Schublade gepackt zu werden. Also ergänzend dazu, ich sehe vor allem zwei Dimensionen. Wir haben ein BAföG-System, was de facto nicht zum Leben ausreicht mit steigenden Mieten in den Großstädten. Und die zweite Dimension ist, dass es ein vermeintliches Wagnis ist. Das heißt also, dass der Wunsch auch bei den Eltern und bei den Kindern quasi reproduziert wird, dass man schnell in den Job kommt, schnell Geld verdient und das Studium so eine Art fremde Welt ist quasi. Du hast gefragt, warum gibt es noch diese Bildungsungleichheit? Mich würde es wundern, wenn es sie nicht gibt. Wir sind in einer Klassengesellschaft, wo sich Klassengegensätze verschärfen, wo es eine krasse Deklassierung von großen Bevölkerungsschichten gibt. Im Bildungssystem wird das nicht nur gepuffert oder könnte es gepuffert werden, sondern es wird ja wesentlich darin reproduziert. Also man muss sowohl die strukturelle Ebene sich angucken, als auch, was können wir konkret auf der Ebene von einzelnen Einrichtungen tun. Wie könnte man über das Studienwerk Begegnungen organisieren mit Leuten, die sonst nicht zusammenkommen? Um überhaupt mal zu hören, was führst du eigentlich für ein Leben, was führe ich eigentlich für ein Leben? So, ich glaube, das wäre eine total wichtige Aufgabe. Und die Conclusio von meinen Wünschen wäre immer gewesen, auch bei all den Stipendiaten, die hoffentlich noch viele kommen werden, niemals herabblicken auf andere und vor allem niemals die Schwachen gegen die Allerschwächsten ausspielen zu lassen. Naja, es war auf Augenhöhe, es war toll, es war immer menschlich. Und diesen Umgang, den möchte ich gerne, dass der bleibt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das mit dem Studienwerk, mit den Stipendiatinnen und Stipendiaten auch so weiterläuft, wie es bisher gelaufen ist. Dann klappt es auch in 20 Jahren mit der 40-Jahr-Feier dann. Ich wünsche dem Studienwerk eine Regelförderung jenseits von Wählerinnen und Wählerstimmen. Denn nur wenn regelmäßig gefördert wird, kann politische Arbeit nachhaltig gestaltet werden. Ich wünsche dem Studienwerk viele engagierte Stipendiaten und Stipendiatinnen. Dass es mehr Menschen erreicht, die die Chance verdienen, gefördert zu werden. Dass es auch widerspenstiger wird und gerne auch widersprüchlicher gegenüber anderen Stiftungen in Erscheinung tritt. Dass wir unsere Inhalte klar machen und uns klar dagegen stellen. Klare Kante. Ich bedanke mich sehr bei euch. Ihr seid toll. Alles Gute.